Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video und Leute, heute endlich mit einem sehr besonderen Video. Ich habe mich sehr lange drauf gefreut, ja. Es hat gestern und vorgestern nicht ganz gepasst, deswegen heute erst. Aber Leute, trotzdem, ich freue mich sehr drauf. Ein etwas längeres Video, also holt euch auf jeden Fall was Schönes zum Essen und was Schönes zum Trinken und irgendwas anderes, was auch immer ihr haben wollt, Freunde. Aber wenn ich mir lange Videos anschaue, ich esse immer irgendwas dabei. Packung Chips, beste Eis, oder zu irgendwie einen, keine Ahnung, einen Saft oder sowas. Ich habe heute leider nur Wasser da. Schade. Aber Freunde, ein sehr langes Video, denn wir schauen uns jetzt eine Reaktion auf ein Video an. Also wir reagieren auf eine Reaktion. Ich dachte nicht, dass ich das so jemals machen werde. Aber jetzt ist es soweit. Freunde, wir reagieren selber auf Märchen Assozial Teil 4 mit einem Glas guter Laune. Ihr wisst. Extrem cool, Freunde. Extrem coole Leute, die wir hier haben, ja. Ich freue mich sehr drauf. Und 27 Minuten lang haben wir jetzt hier eine Reaction. Und ihr habt eine Reaction auf eine Reaction, Freunde. Ich muss gleich mal sehen, wo sie ihre Facecam hinmachen. Ob ich meine hier lassen kann, ob ich sie woanders hinpacken muss, Freunde. Aber ich freue mich drauf. Ihr habt mich zugespammt. Ich wollte mir das erst nicht ansehen, weil ich dachte, Reaction auf Reaction ist das so cool. Aber ihr meintet, die erzählen extrem viele Sachen vom Dreh. Deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich drauf, Leute. Let's go. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst jetzt gerne ein Abo da. Freunde, 70% haben nicht abonniert. Ich blende es hier ein. 70% der Zuschauer haben nicht abonniert. Leute, was ist da los? Warum tut ihr mir das an? Über 70% haben nicht abonniert. Abonniert jetzt und ich schaue, wie viele wirklich an diesem Zeitpunkt abonniert haben. Ich sage es euch. Los geht's. Unser Urlaub steht an, das heißt, wir dachten, feiern wir das einfach mal. Ey, meine Facecam ist bis jetzt perfekt. Ich verdecke hier keinen. Ein wenig mit etwas nicht-alkoholischem. Und wir dachten, wir reagieren einfach mal selber auf unser Märchen in einer sehr, sehr guten Stimmung, in der wir uns auch gerade befinden. Das ist so ein Reaktions-Commentary. Das heißt, wir erzählen euch mal so ein paar Background-Stories zum Märchen. Ey, das könnten sie eigentlich, Real Talk, das könnten sie eigentlich immer machen. Das könnten sie immer machen. Das würde mich so interessieren, so ein paar Background-Sachen. Asozial 4, was eigentlich drumherum alles passiert ist, denn es ist eine Menge passiert. Also, fangen wir einfach mal an. Oh, ich freue mich, Leute. Ich freue mich richtig. Nie gesehen. So, hier kann man schon mal sagen, dass wir glücklich sind, dass ihr endlich mal gecheckt habt, dass die Kassette sich permanent am Drehen ist. Es ist mir auch das erste Mal aufgefallen jetzt. Das erste Mal. Doch damit ist Schluss, weil jetzt wird hart gegönnt. Heute war's das. Waschmaschine! Was kam das? Ziemlich vieles! Oh, die sind wirklich gut drauf. Das freut mich aber mal zu sehen einfach, dass sie den Stress jetzt ablassen konnten. Das war kurz vor ihrem Urlaub. Eines der letzten Videos wahrscheinlich, die sie aufnehmen mussten. Und jetzt einfach mal, die Arbeit ist geschafft und einfach mal chillen. Okay, erste Story. Thomas hat das Wort. Ihr müsst wissen, Thomas organisiert halt die Locations, die Statisten und so für den Dreh. Und eben halt auch eine Waschmaschine mal schon für den Dreh. Ich glaube, das war mit der Grund, weshalb es 6 Wochen verschoben wurde, das Video. Wisst ihr gar nicht, wegen dieser Waschmaschine. Ihr müsst ja wissen, die kommen ja immer so mit so Ideen an, so schreiben da irgendwelche lustigen Gags und so weiter. Und dann kamen die halt schon mit den dümmsten Sachen auf mich zu. Und dann sagten die halt irgendwann, ey Thomas, wir brauchen eigentlich so eine Waschmaschine. Ich so, ja klar, wo denn? In welchem Waschraum brauchen wir die denn? So, ne? Und dann kommen die an, irgendwo im Feld, in der Eifel. So, das ist der fucking Eifel. Oh, wie geil. Okay, wir brauchen wirklich, Freunde. Wir müssen eine Petition starten, zu jedem Video so ein Video zu haben. Wo wir hier sind, so, ne? Und da braucht ihr so eine scheiß Waschmaschine. Ja. Und da kam ich einfach nicht drauf klar. Das war der Punkt, zum ersten Mal seit Jahren hier, dass ich sagte, nee. Jetzt ist Schluss. Aber dann kommt der typische Thomas, der immer kommt beim Dreh. Mhm. Er kommt mach ihn mal nach. Mal eine ganz andere Idee. Wie wäre das? Eine Waschmaschine? John schläft einfach. Ach, John, oh, wie süß der war. Oh, John. Next Level, es juckt ihn auch nicht. Thomas kommt irgendwann immer an und sagt, ey, wie wäre das? Mal eine ganz andere Idee. Wenn wir die Waschmaschine einfach aus dem Karton basteln, wäre das funny. Nee, 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 er sagt, das fände ich persönlich viel witziger. So. 3 Wochen lang haben wir alle gehasst. Allein, dass das Ding so scheiße schwer ist. Es ist übrigens Johns Waschmaschine. Und Waschmaschine was? War er einfach so ein geiles Wort. Da kommt noch mehr später. Waschmaschine 500 PS, können wir den Sound. Da war auch so, ich so, Vince, wie sieht's aus? Willst du nicht so einen Sound reinmachen? Der so, sehe ich nicht. Und hat eine halbe Stunde diskutiert mit ihm. Leider fehlt er gerade, aber Respekt an Vince. Ja, ey.
glücklich. John Zocke wurde gespottet. Wir sagen, ey, Meckes Gläser. Und er sagt, wie Meckes Gläser. Und wir so die in Regenbogenfarben. Ja, safe. Die gibt's nicht. Nirgendwo. Ich hab 42 Euro für dieses 42 Euro. Ey, Tanzverbot hatte recht. Er hat 42 Euro dafür bezahlt. Tanzverbot hatte einfach recht, Leute. Er hatte einfach recht. Ein Joe kostet 42 Euro teilweise. Das ist so. Aber hat sich das gelohnt, Leute? Ja. Also, natürlich. Voll Scheiße! Was kann das nicht sein? Ich sag voll Scheiße! Brunnen ist ja auch so ein Thema. Alter, Brunnen. Oh nein. Man denkt, der Brunnen ist in der Nähe. Gar nicht, der Brunnen ist einfach in einer anderen Stadt. Im anderen Land. Fast in einem anderen Land fast schon. Also Thomas erklärt einen Brunnen, der in der Nähe ist. Der auch ein sehr schöner Brunnen. Der kein Brunnen war. Ja, das war viereckig mit so einem Dach drüber. Wie so eine Grillbude sah der aus. Also ich persönlich finde das ganz cool, wenn der Brunnen diesmal eckig ist. Also, hä? Classic Thomas, Alter. Aber das sind echt so Sprüche, die Thomas ab und zu sagt. Das ist schon Real Talk. Okay, wir mussten zu John fahren, zu ihm, quasi zu seinen Eltern, weil er einen Brunnen hatte im Garten. Und es war so weit weg von der Location. War das schon da, wo wir einbrechen mussten? Okay, warte, Story. Okay, wartet mal ganz kurz, Leute. Das Video wird aber sehr interessant noch, glaube ich. Das heißt, wir mussten zurück zu Johns Eltern fahren. Diesmal dachten wir, ey, es kann nichts schief gehen, weil es gibt immer so Probleme. John muss Schlüssel abholen bei seinen Eltern im Restaurant oder sonst was. Und auf einmal kommt er so zurück, so, ey, mein Schlüssel ist kaputt. Kommt der mit einem verbogenen Schlüssel an. Hä, was machen wir denn jetzt? Yo. Muss jetzt einer die Garage hochklettern in den Garten und da aufmachen. Oh Gott, und Thomas klettert auf die Garage. Also er schreit die ganze Zeit, weil er Höhenangst hat, der Thomas, müsst ihr euch vorstellen. Aber oh nein. Ich hab's wenigstens gemacht. Ich bin da wenigstens. Dann kommt der Nachbar irgendwie und sagt, hey, kann ich euch helfen? Und er, ja, haben Sie einen Schlüssel? Ja, aber wenn ihr keinen habt, habt ihr dann nichts zu suchen. Er hat uns irgendwann vertraut, weil der Donald irgendwie Ausweis gezeigt hat. Mein Schlüssel zeigt, den verbogenen. Den verbogenen Schlüssel. Ja, er meinte, keine Sorge, ich mach das, geht zum Schloss, dreht einmal komplett durch, Schlüssel abgebrochen. Was passiert hier gerade? Erstmal, Thomas ist gerade auf dem Dach, der Schlüssel ist zur Hälfte abgebrochen. Dann hat er erstmal eine Leiter geholt, was? Um Thomas von der Garage zu holen. Und hat dann dieses Ding da rausgepopelt aus dem Schloss und meinte, aber gefragt, ey, was machst du denn eigentlich beruflich? Ja, ich bin Schlosser. So, wie viel Glück kann man haben? Hä? So, es geht weiter, Alter. 30 Euro. Okay, ganz jetzt, wo ich die Storys höre, Ju meinte, dass der Songs aus der Bohne 2 Dreh so ein entspannter Dreh war, richtig wenig schief gegangen, obwohl wir irgendwie 3 Stunden im Vollzug waren teilweise und irgendwas nicht geklappt hat, dann haben wir die Pferde fast nicht rechtzeitig bekommen und sind da zu spät gekommen, bla bla bla, haben 3-mal verfahren und Ju meinte, ey, der entspannteste Dreh seit langem. Und ich dachte so, what, okay, das war aber schon ziemlich stressig hier teilweise. Und jetzt, wo ich das höre, denke ich mir so, okay, Songs aus der Bohne 2 war wirklich extrem entspannt im Vergleich. Es wird ewig. Bock zu küssen? Ey, Kelly macht jeden Schritt. Kelly ist wirklich so, ist genau so. Ne, die ist viel verrückter. Aber die ist halt authentisch. Die ist, ey, authentisch. Die ist wirklich authentisch. Ja. Wenn sie kommt und 8 Stunden warten muss, dann ist es authentisch. Ne? dann ist es irgendwie nicht so schlimm, weil die einfach mit uns chillt, weil die einfach zu uns gehört. So. Kelly, einmal Applaus für Kelly. Das war echt zu Mann. Das ist ja mein persönliches Lieblingskostüm. Ne? Keiner actet hier. Es ist einfach nur ein One-Taker. Wir sagen so, ey, ich roll dich jetzt einfach. Wir haben noch ein paar Steine weggelegt. Er lacht ja sogar noch. Das halt. Machen wir weiter. Wir machen weiter. Wie geil. Gutes, minderwertiges Holz. So, da können wir direkt mal einsteigen. Geppetto ist ja Italiener. Ja, wie man auch im Rap-Part hört. Und er rutscht immer wieder in so einen Russen ab. Und dann haben wir gesagt, ey, egal, dann bist du jetzt einfach Russe. Es ist aber auch viel lustiger als Russe. Alles ist lustiger als Russe. Obwohl wir schon 10 gedreht haben hier. Und das war auch eigentlich komplett spontan, weil da unten eine Kettensäge lag. Wir haben es halt 2-mal gedreht einfach. Ne? Ich weiß nicht, warum so wenige Leute gelacht haben bei der Szene. Ey, wir haben uns eine halbe Stunde lang besiegt. Es ist echt stark. Ey, die nächste Szene hat auch keiner gecheckt. Ja. Keiner gesehen mit dem Mittelfinger. Kleiner Sadist war. Holzkopfjungen extra. Das hat niemand gecheckt mit dem Bart. Ist aber auch spontan entstanden, ne? Ist auch sehr spontan entstanden. John saß da so und dann, okay, cut. Und dann hat er so einen Niester gehabt, wie er das immer stimmt. Hat. Ne? Ey, Thomas, wäre mega witzig, wenn du Nylonfaden holst und mit dem Bart so wegfliegen lässt. Genau. Ich dachte, der Bart fliegt dann so weg.
Ey, ganz ehrlich, ich finde diesen Song so nice. Der ist so gut. Ey, Real Talk, ich finde den echt stark. Ich finde den auch stark. Ich habe gesehen, ein paar fanden den nicht so gut. Ich habe ein paar andere Reactions angesehen, aber ich fand den auch wirklich stark. Der ist so gut. Ja. Auch von den Reimen, die sind so einfach gehalten, aber dennoch so witzig. Ich habe den echt gefühlt. Bist du Geppetto? Wir legen ja voll viel Wert auf so Reimketten letztendlich, ne? Geppetto, geschwächt, Bro, ich fühle mich so schlecht, yo. Klar, das sind jetzt einfache Reime, aber dennoch achten wir so ein bisschen auf diese Phonetik, auf den Klang. Deswegen gehen so ganz viele Songs halt auch voll ins Ohr. Bemerkt man eher so unterbewusst. Ich mag Reime einfach voll gerne. Ich bin voll traurig, wenn wir einen schlechten Reim nur gefunden haben. Richtiges Werk beäugte. Irgendwas komisch. Zickablierte. Ey, wir wussten erst nach dem Dreh, was zickabliert heißt. Oha, da muss man echt aufpassen eigentlich. Mach mal ein bisschen Tempo. Da ist das Mike einfach im Bild, Leute. Yo. Das ist keinem aufgefallen, glaube ich. So oft in diesem Dreh. Das ist so oft. Aber hier hat der Vince mir Feedback gegeben, wie ein Italiener rappen würde. Und es hat funktioniert. Deswegen bin ich auf einmal Italiener hier wieder. Dass ich das doch mal erleben kann. Und dann bin ich vom Götzen mal erzählt. John, komm rüber. Ja, komm rüber, John. Die Leute. Komm her, John. Komm, komm schon. Vince, kennt ihr noch? Ich bin die Barbe. Wir hätten sogar Insider-Match noch. Ey, stimmt, ich bin die Barbara, ist so stark gewesen. Aber drauf geschaut und dachte, nee, das kauft doch niemand. Wer kauft denn? Ich bin die Barbara. Ich bin's gekauft, Alter. So dumm. Ist ja nicht Alkohol. Oh, meine Jungs, ja, okay. Scheiße, ein bisschen. Boah, Alter. Der ist schon gar keiner gefeiert, ne? Das ist der gefeiert. Alter, dieser Shot. Ich hab so gelacht, weil das Messer viel größer ist, als wir dachten, ja, dass es wird. Stopp. Ich muss aber auch sagen, diese ganze Szenerie, ne? Das kann man nicht besser setten. Das hat er auch am Set. Ey, Real Talk, das sieht echt unglaublich gut aus. Wirklich, sieht unglaublich gut aus. Weil du siehst da aus. Hollywood kann das nicht besser setten. Alleine die durchgebogenen Regale da. Ja, Thomas, Kommentar vor Ort. Und allein diese Regale sehen so richtig durchgehangen aus. Und wir so, Thomas, die sind durchgehangen. Ey, nicht mal in Hollywood machen die sowas. Ja, aber in Hollywood kostet sowas 1 Million Euro. Übertreibt das denn? Ich glaube, ich vergesse nicht, wie das Messer war. Das Messer, wie geil das so ins komplett unauffällig durch dieses Weitwinkel. Ja, das war echt krass. So in die Ecke geschossen wird, auf einmal erscheint und viel größer ist als Real. Wir brauchen wirklich, Freunde, Real Talk, wir brauchen wirklich öfter solche Reaction-Videos auf die eigenen Sachen. Man erfährt so viel mehr, das ist einfach so lustig. So, nächste Story. Okay, nächste Storytime Nummer 4. Okay, ich bin gespannt. Die Leute hier, ne, um mich rum schreiben diese scheiß Texte. True. Schreiben mir dann so, ey Thomas, wir brauchen ganz dringend. Wo ist Erik, Freunde? Ist Erik noch am Leben da hinten irgendwo? Hier oder ist er weg? 2 D-Mark und 1 D-Mark. Eine Währung, die es seit wie lange nicht mehr gibt? Keine Ahnung. 2000. Ich musste dann noch mit so einer alten Frau verhandeln, die mir so ein D-Mark-Stück geben wollte und alles. Mega der Stress. Und im Ende sieht man nichts. Es ist ein Stück Silber. Ich hätte denen das aus so einem Stück Alufolie machen können, dieses Scheiße. Da seht ihr mal, wie authentisch wir. Ey, aber true. Ohne Witz. Ey, dafür nochmal ein Like. Ey, nicht mal ein Hollywood. Okay, Freunde, ich lasse jetzt hier ein Like da, altes Spiel. Ich lasse jetzt hier ein Like da und ihr liked mein Video. Jetzt in diesem Moment, ich gebe euch kurz Zeit. Ich lasse hier ein Like da, Freunde. Wir sind alle wiedergekommen mit einem Like und einem Abo bei Flo der Flo. Und schon weiter. Da kostet das dann kostet 1 Million Euro. Mikro die zweite! Mikro die. Mikro. Ey, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Echt? Das kann man nicht übersehen. Ich hab das aber echt nicht einmal gesehen, das Mikro in meiner Reaction. Ich hab nicht einmal drauf geachtet. Wie die der Bohne! Bube. Da bin ich wieder auf Lust. Ich gehe auch schon gekrümmt. Ey, das war aber so lustig. Das haben wir gar nicht angesprochen. Ne? Der wird über komplett Pinocchio und immer älter. Geht immer gekrümmter. So. Spätestens bei dem Bubele ist er jetzt ein italienischer Russe, der eigentlich Jude ist. Der eigentlich Bubele true, ist ja jüdisch. Hebräer. Hebräer ist alles. Ist aber lustig. So. Aber nicht Geppetto. Das haben auch ein paar verstanden. Fand ich cool. Badewasser habe ich gecheckt, natürlich. Schein. Aber das war halt auch wieder so eine typische Szene, die niemand gecheckt hat, aber für uns mega funny war. Mit dem kaputtmachen gerade hier. Wir dachten so, Pinocchio ist so ein schwer erziehendes Kind so und macht gerade.
Ach, lol, hab ich auch nicht. Hab ich, das sind so die Kleinigkeiten, die man gar nicht checkt. Stimmt schon. Während Geppetto Geld für ihn verdient, hat Dinge kaputt. Aber schon Geld! Und da wurde er plötzlich auch zum Russen. Aber Papo, er sagt Papo, damit wir noch in Italien bleiben. Es war auch so random. Wir wollten immer shooten, wir haben alles gesettet und so. Kelly, okay, hier der Rap-Part, dies, das. Und dann shooten wir und sehen so, John hat einfach eine Kippe im Ohr. Der hat so sein, der hat so sein eigenes Ding gemacht auf einmal mit seiner Kippe. Aber so entstehen die besten Szenen, wenn alle so ein bisschen improvisieren und alle so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und es im Endeffekt dadurch noch besser wird. Versteckt so. Aber keiner hat die gesehen. Stimmt, ey, darüber hat auch haben weniger Leute gelacht. Niemand. Aber man muss sagen, Kelly hat auch hier wieder komplett gerockt. Ja. Ich kann mir niemand Besseres vorstellen als Kelly. Deswegen nochmal einen Applaus. Sie hat das einen Tag vor Upload aufgenommen, Mann, weil sie im Urlaub war. Das Alter. Das heißt, bis dahin hatten wir nur gab es nur die Version mit Juice-Stimme. Heftig. Alter, dieser Effekt wurde auch kurz vorm Upload noch gemacht. Dann ist der PC abgeschmiert. Da ist der PC alles so ein Trigger-Moment für mich. Ja, weil du nie speicherst, Junge. Alter. Erik jetzt so voll. Ey, sorry, Jungs. Also wir haben einen PC hier, der stürzt halt jede 5 Minuten ab. Ja. Und Erik speichert halt alle 6 Minuten, das ist das Problem. So, wir machen weiter. Erik einfach. 31, ich bin meine Rache. Das war auch so witzig, dass Unge einen Tag vorher sich die Seiten auf 0 rasiert. Ja, ey. Das war wieder so eine peinliche Situation. Ich war in diesem Karnevalsladen. Ihr müsst ja wissen, ich bin ja in jedem Karnevalsladen in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs für diese ganzen Videos aktuell. Und ich nehme mir dieses Kostüm von dieser Fee, lege das an die Kasse und die Frau guckt mich so an. Passt das Ihnen? Er sagt sie Holzfirma Plage. Holzfirma. Ja, Holzfirma. Aber das ist so der Dialekt, den Kelly spricht. Das weil er heißt eigentlich Holzwürmer Plage. Ey, Alter, bei dem Short. Ich hatte so oft diese Schnur im Auge. Jetzt habe ich mir auch in meinem Video, in meiner Reaction gefragt, ob das irgendwann so hochgerutscht ist, ob das voll so Abdrücke gelassen hat und bleibende Schäden bei John. Alter, meine Augen sind nicht groß, aber trotzdem in meinem Auge, Alter. Der arme John, Alter. Pray for John, Leute. Ey, mit diesen Kordeln hatten wir auch voll die Diskussion, ne? Ich war ja eigentlich für wegschminken, die Kordeln. Nee, ich war dafür, die dran zu lassen. Mit Mastix, das ist so ein ganz, ganz fieser Kleber. Da kannst du die Nase sagen, machen, hast du keine, da, nicht diese Kurbel dran. Weil Joe meinte, ey, wir müssen in die Nase diesen Kleber reintun, auf deine Nase tun. Und dann meinte ich, wie soll ich denn dann atmen? Und dann musst du das einatmen. So, was? Ja, aber bei welchen Anzahl haben wir immer geguckt, dass wir die wackesten Kostüme kriegen? Die am bescheuertsten aussehen, die brauchen wir. Oder die am billigsten waren. Bei der Schnur hat sich Ju übelst beschwert, aber in der Post-Production, bei dem Schnurrbart, wo die Schnur zu sehen ist, meinte er, ey, Leute, sollen wir drauf scheißen? Und dann war die Schnur. Das kriegen wir hin. Das ist so gut. Das ist der schönste Shot. Ey, der ist so satisfying. Den habe ich in meinem ersten, in meiner ersten Reaction auch gar nicht geblickt. Ey, das ist so schön. Ist das so, wir haben, ich habe Thomas gesagt, wir brauchen ein Jenga-Spiel. Und das Problem ist, jeder einzelne Klotz, da stand Jenga drauf. Wo ich da mit Kelly sitze, wo Kelly da mit mir sitzt, was ist Deutsch? Egal. Und dann haben wir das so gedreht, dass es unscharf ist. Und dann haben wir später. Boah, ey. Also ganz kurz, was André sagen will, ist, dieser Jenga-Shot, der ist bei uns gedreht, während das andere in einer Burg in Stolbeck gedreht worden ist. Das heißt, das sind zwei verschiedene Locations, weil wir einen Jenga hatten, wo überall Jenga an der Seite drauf stand. Wir dachten, wir können ja jetzt keine Promo für Jenga machen. Carina hat das sehr hübsch gemacht. Carina hat sehr schön gemacht. Das ist, also für die Leute, die es nicht verstanden haben. Carina! Lol. Okay, das ist halt der Pinocchio jetzt hier. Das ist quasi aus Pinocchio geworden. Aber voll viele sind bei diesem haben die weggeguckt und dann hingeguckt und dann haben die es gar nicht mitbekommen. True, habe ich auch gemacht. Oh, hier kann ich auch nochmal sagen, wir haben zwei Takes davon. Einmal ohne Bellflop, einmal mit Insider Merch. Wir hatten geile Ideen gehabt und wir dachten, wer soll die denn machen? Wir sind doch turbo im Stress. Und dann hat aber Ming Hatsu, Sascha, nochmal richtig geile Designs umgesetzt. Nochmal vielen Dank an dich. Ich muss echt sagen, die Insider Merch Sachen sehen echt immer geil aus, muss ich sagen. Real Talk. Das ist dasselbe Waldstück wie aus Rapflix. Aha, der Shot hier. Da schneide ich eh nicht rein.
So, Kotmäulchen. Wie kommt ihr auf die Idee? Ey, das war witzig. John meinte, ich hab's jetzt gesagt. Du hast Kotmäulchen gesagt. Du hast Kotmäulchen gesagt, er ist so weiter. Boah, das ist mega witzig. Ey, Freunde, wir müssen einfach mal auf Erik im Hintergrund achten. Was macht Erik im Hintergrund? Kotmäulchen hat funktioniert. Kotmäulchen funktioniert. Es ist fäkal. Erik macht sein eigenes Ding einfach gerade. Aber niedlich. Hey, war das nicht schon? Wir dachten so, Kelly hat nicht die richtigen Schuhe an. Perfekt filmen wir die einfach. Die Szene einfach. Da wurde sich so mega dran drum gestritten, so ob die nachsynchronisiert gehört oder nicht. Genau, wir dachten so, sollen wir das noch sagen, nachsynchronisieren? Weil ich zähle halt an 5, 6, 7, mach damit wir einfach im Gleichschritt fahren. Und wir so, scheiß drauf. Wir lassen. Also, Tom und Thomas mussten für diesen Shot, wo die Tür aufgeht, dieser Detailshot, den ihr gerade seht, nochmal 25 Minuten fahren zur Location, diesen Shot drehen und 25 Minuten wieder zurückfahren. Und wir hatten ja eigentlich gar keine Zeit dafür. Wir haben so lange in der Runde diskutiert. Null. Ja, kompletter Stress. Eine Stunde für diese eine Szene hier. Man muss dazu sagen, während wir Märchen gedreht haben, haben wir quasi zeitgleich das Video für danach gedreht, weil wir das Murmeltier-Video. Richtig. Das Murmeltier-Video, was ihr jetzt noch gar nicht kennt. Die kennen das ja noch gar nicht. Aber mehr sagen wir nicht. John, komm wieder her. Wir gehen weiter in. Hä? John verschwindet immer und mir fällt gar nicht auf. Ich fühle mich so schlecht. John verschwindet immer und ich achte nur auf Erik, der gerade wieder auf dem Tisch rumkrabbelt hinten. Märchen, Goldöckchen und die drei Bären. Buchung aus. Die ist auch Gold. Was da los? Ey! So, das ist klar, Anlehnung an Eneab von M.O.P. War übrigens schon eine Anlehnung bei Yo Dicker am Anfang. Dieses Yo, 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 yo. Aber dann wurde gewechselt. Auf Gringo eher. Auf Gringo. Gringo ist aber... Also wir haben ja immer irgendwo eine Inspirationsquelle. Das sind meistens dann irgendwelche deutsche Rapper. Wie sieht die Spucke aus? Genau, wie teilweise so viel. Wie sieht die Spucke aus? Das flüssige Seife. Hat man alle möglichen Ideen. Ich dachte, ich habe halt erst überlegt, ob das was anderes ist und nicht Spucke. Das war aber dann ein bisschen zu hardcore, deswegen habe ich das nicht weiter erwähnt in meinem Video. Wie wird Spucke darstellen? Also ihr müsst wissen, da steckt so viel hinter jeder Szene eigentlich. So. Ey, wirklich ein guter Song. Die Songs sind wirklich echt krass immer. Sind auch, so muss aber auch mal sagen. So gute Reimketten auch letztendlich. Ja, genau. Die Arme von John. Juice Face oder die Arme von John. Es ist schade, dass der Clip nicht länger geht, weil du hast danach noch blöder geguckt. Nein, ich kann in der längeren gucken. Version hast du noch blöder geguckt. Das war mir dann irgendwann zu albern. John hat so kleine Mini-Arme. Ey, das sieht echt richtig süß aus. John hat so 2 mm Arme und Juice einfach. Es sieht so niedlich aus und so hässlich zugleich. Ja, man true. Weiß die ganze Zeit beim Märchen, was man fühlen soll. Was sagen eigentlich deine Eltern, wenn die dich so sehen? Hey, meine Eltern haben mich schon längst enterbt. Same, Alter, willkommen im Club. Das hat auch keiner gecheckt. Ich und Ju in den Bärenkostümen, wir popeln in der Nase und dann schmieren wir das an André ab. Okay, jetzt kommt die Rolle von Thomas. Ihr müsst euch vorstellen, ich wusste nicht, dass ich diese Rolle spiele. Vince sollte die Rolle spielen. Und ich hatte ja nicht irgendein Kostüm an. Ich musste ja eins von diesen drei Kostümen anziehen. Ach stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber die hatten gar nicht so viele Kostüme wahrscheinlich, ja. Wo diese drei Typen hier den ganzen Tag dran reingeschwitzt haben. Aber sowas von. Ich war hoch 10 und das erste, was mir in den Kopf kam, war, ey, scheiß drauf, ich kack auf alles und mach den Brody. Frage ist jetzt, was ist der Brody? Das ist der Brody. Und die Sache ist, ich weiß noch, am Tag, bevor es online ging, meinte Juno so, ey, wird der Brody das überhaupt cool finden, weil wir würgen ihn ja am Ende. Der arme Brody, Alter, der arme Mann. Nicht, dass der später aggro ist oder sowas, oder sauer ist. Aggro habe ich nie gesagt. Ja, oder traurig, Alter. Traurig oder sowas. Und dann dachte ich nur so, ey, Alter. Ich bleib zum Essen, gleich kriegen wir noch Bullock und wie du hier lacht. Ja. Aber das war voll süß, das hat voll gepasst, wie er gelacht hat nebenbei. Das war auch so, das war so der Moment, wo wir nur noch One-Taker gemacht haben. Das ist die One-Taker-Phase bei uns. Das heißt, wir nehmen jeden ersten Shot, weil es 2 Uhr morgens ist und wir nach Hause müssen, weil wir nicht bei Location sein dürfen seit 2 Stunden. Und das Mikro! Das Mic ist ey, das ist mir nie aufgefallen, dieses Mikrofon. Das ist ja so oft drin, Alter. Holy shit. Ihr müsst euch vorstellen, wie viel sind wir hier?
2, 4, 6. Keiner sieht, dass ein fettes Mike im Bild ist. So. Vor allem, jetzt ist ja noch nicht mal so ein kleines Ansteckmikrofon. Das ist aber echt krass. Also, es kommt auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall droppen schon mal, das ist unser Versprechen. Das war das letzte Märchen. Warte. Das Märchen in Asozial 5, nicht das nächste in Asozial wird. Das stimmt. Und da war ja auch die Szene, wo der Nachbar sich beschwert. Ey, ganz ehrlich, das war der erste Take. Es war ja Sonntag. Aber wir dachten so, das geht doch besser und haben noch 10 Mal danach gedreht und haben danach den ersten Take genommen. Weil wir die ganze Zeit gerufen haben, es war Sonntag, weil wir drehen auch öfters gerne mal Sonntag. Hat jemand so von den Nachbarn geschrien, Ruhe! In den Outtakes sieht man das. Oh Mann, Alter. Auch die Arbeit eigentlich in diesen scheiß Flaschen stecken. Wieder ja. Das Like-Bier, ja, das gute Like-Bier. Aber das kann man ab jetzt immer verwenden, ist gut. Das kann man ab jetzt immer verwenden, wenn man so Fake-Bier braucht. Auf jeden Fall Like für Like-Bier einmal. Das ist unser eigenes Bier, das haben wir selber kreiert. Es ist alkoholfrei. Alkoholfrei. Steht extra drauf an der Seite, alkoholfrei. Richtig. Okay. Röpser, sag ganz ehrlich, niemand sagt was. Findet ihr Röpser und Pupser witzig? Mehr sagen. Ja, doch, schon ab und zu. Schon ab und zu, wenn es gut getimt war, das hat gut gepasst. Mehr nicht weiter. Mehr sagen wir nicht. Das ist eine interne Sache, die wir danach besprechen werden. So eine Sache, einer wird verprügelt. Einer hier im Team wird verprügelt. Einer wird Oh, Thomas guckt schon so, Freunde. Meine Idee war nicht... Kannst du das auch nicht sagen? Kannst du nicht sagen? Okay, dann wird John sein. Du hast gar keine Meinung. Oder André. Nein. Keiner sagt es was. Es wird André. Lieber Gott. Findet ihr die witzig im Video? Oder sollen die immer rausbleiben? Ja, einer wird verprügelt. Je nach Antwort wird... Ey, ich muss sagen, ab und zu ist ganz lustig. Man muss es nicht übertreiben. Es ist vielleicht ein bisschen viel in letzter Zeit, aber den fand ich nicht schlechter. Ja, der war gut geplaced. Einer verprügelt. Aber so richtig so. Einer, der immer drauf besteht, Röps und Pups reinzumachen. Und so, wie ich das gerade mit diesem Ton sage, war ich es auch nicht. Da ist Scooby! Scooby! Hi, Scooby! Ein Applaus für Scooby! Wir waren gerade noch Lyrics am Schreiben, so mega im Flow, mega im Fokus, mega im Tunnel auf einmal. Die Kombination aus den beiden liebe ich, Alter. Die liebe ich einfach. André und Thomas, gerade Thomas in solchen bescheuerten Rollen, er geht einfach auf, weil er sein wahres Ich zeigen kann, Thomas. Das kann er einfach. Thomas, was soll denn der Berater anziehen? Und wir so, keine Ahnung, wir müssen schreiben, der zieht sich irgendwelche Sachen, Requisiten an, wir so, das ist gut. Das ist einfach gut, so ein Scheiß. Ich bin am iPad so komplett random. Aber ich fand's gut. Ja. Ey, meine Könige werden immer tunten. Dann erzähl mal was von dir. Das war auch so witzig, ne? Ich mach so goldene Haut. Der Wind so, kannst du es noch türkischer machen? Ich so, say no more. Ich hatte so einen Fun da oben mit ja, Vince, Mann. Alter. Das glaube ich. Das war der komplizierteste Dreh. Und wir waren alle mega fokussiert, dass wir der Herze drehen. Wir so. Oder ich so, trinke Bier. Like-Bier, so. Aber ey, lief alles gut. Wir haben so durchgeballert, wir haben alle Gehirne miteinander verbunden. Wir waren ein groß gewesen. 3 oder 4 Stunden eher fertig. Ja, warte. Krass. Die Szene, da wo mein Knie liegt, das ist... Genau, da wurde Thomas richtig getötet, glaube ich. Cause and Frame, da lag Thomas Ellenbogen. Ich bin voll drauf geknallt. Das seht ihr in den Outtake-Videos. Das seht ihr in den Outtake-Videos. Thomas schreit... Alter Schwede. Ich dachte, mein Arm ist gebrochen. Ich dachte auch. Und ich hab nur gelacht. André, Alter. Der ganze Mist für nichts. Für nichts. Nicht mal man sieht nicht man mal sieht Thomas. Thomas nicht mal. Eins. Wow! Ja, wir haben 0 Uhr. Oh. Jetzt ist Urlaub, Leute. Die haben offiziell Urlaub, Leute. Wir haben jetzt wirklich 2 Monate durchgeballert für diese Vorproduktion. Ihr müsst wissen, so ein Video dauert generell so oder so 2 Wochen. Das heißt, wir hatten... Eine Woche Zeit dafür dann halt. Und 80 Bullien-Videos. Nebenbei war live da. Ey, stimmt, sie ballern so viele Bullien-Videos raus zur Zeit. Nebenbei hatte Vince auf einmal eine Mandelentzündung. Auch immer noch zweideutig. Okay. Was ist los? Bratan, weil er der königliche Berater ist. Genau, Brata. Ah, ey, macht sogar echt Sinn, ja. Das schickt doch eh keiner. Mega ja, jetzt dummer aber. Witz. Einfach auch so ein Faden, weil diese Kostüme so billig sind. Das ist meine Lieblingsszene. Meine auch. Das ist so gut. Die war halt komplett improvisiert. Ja, mit dem Fuß, der Fuß von André, Alter. Immer.
Das hat jeder gesteckt mit dem Fuß. André. Andres Fuß. Kann man ja auch nicht übersehen. Oh, das ist die Krone abfällt. Wir einfach weiter acten. Und wir das auch drin lassen, weil wir haben nur einen Take. Ja, aber sowas macht es auch lustiger irgendwie, wenn sowas mit drin bleibt. Weil André hat gut reagiert und es ist einfach lustig, wenn sowas drin bleibt. Ey, dieser Shot, da ist mir bewusst geworden, wie bescheuert wir sind am Dreh. Vor allen Dingen, wie oft wir das machen. Wir hatten bei Iron Man of the Galaxy so eine Szene, da guckt John mich an. Ey, soll ich einfach mal rückwärts laufen? Und ich so, ja, mach. Und er macht das und es kommt ins Video. In der Szene, June krempelt seine Arme so einfach um auf den Bauch. Ey, soll ich einfach mal keine Arme haben in der Szene? Und ich so, ja, mach. Und das ist im Video. Ja? Entschuldigung! Ja? Ey, ich kann seit dem Lied, ne? Seit diesem Lied, ich stand in der Bäckerei und plötzlich meint jemand, Entschuldigung, und ich warte nur aufs Ja. Und ich höre schon so, wie ein zweites Mal kommt, Entschuldigung. Ja. Respekt nochmal an Adrian. Echt geil, Mann. Respekt. Echt geil. Null. Ah, nee, das hat aber auch fast niemand gemerkt, ne? Dass die plötzlich kleiner werden. Ja, weil die haben es falsch gehalten. Die hätten es eigentlich richtig in Kamera halten müssen. Ja, weil meine Proteindosen waren so... Ja, doch, das hat man schon gecheckt. Das hat man schon gecheckt, finde ich. ...groß und die von denen waren halt so klein. Wir hätten vielleicht noch krass... Wir hätten so klein sein müssen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Die hätten vielleicht noch ein bisschen kleiner sein müssen, beziehungsweise... Ja, auch ein bisschen kleiner oder die von June noch größer, dass man das wirklich checkt. So nehmen müssen. Ja, ja. Egal, wir lernen. Entschuldigung! Ja! Ey, das hat auch der Unge gecheckt, ne? Was denn? Was? Erik muss immer diese Rollen spielen. Ja, der pinke Bart, der Erik hat einen pinken Bart bekommen. Der war jeden Tag mit dem pinken Bart im Büro. True. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, also bis heute frage ich mich eigentlich noch, warum er nicht einfach geduscht hat. Ich hab so geschrubbt, die ganze Zeit so, es hat nicht funktioniert. Der arme Erik, Mann. Aber ganz kurz, diese Träger, ich hab gelitten. Das ist das zweite Mal, dass mir eine Hose während des Drehs gerissen ist. Ich hab einfach nur dabei immer die Hose unter dem Kostüm. Ihr müsst euch vorstellen, Erik ist gerade da runter nackt. Ich bin nackt, Mann. Ich bin nackt, Mann. Strecke. Oh, unser Lieblingskostüm. Auch so süß, Mann. Das ist einfach so fucking süß. Dieses Kostüm ist süß. Beziehungsweise Johns Lieblingskostüm. Als wir das online gesehen haben, meinte John nur, ey, dann will ich aber auch das Schwein spielen. Ja, ey. Teils, und das ja, Geilste, diese blaue Hose da drunter. Ja, siehst du das? Sind dabei. Und sie starben beide an ihren Da bin ich immer noch... Das war auch krass. Als ich das Unge wieder gesehen habe, er war so voll traurig, weil es ein trauriges Ende war. Ja. Er war sehr traurig. Aber er war danach voll glücklich nach diesem Ende irgendwie. Wir schocken die Leute einmal so richtig und dann geben wir denen das Schönste. Ja, das stimmt, das stimmt. Billiger geht's nicht. Oh. Ey, ganz ehrlich. Als ob nicht jeder mit. Das ist so ein satisfying Ende. Übertrieben glücklich. So, das ist so unsere Art von Happy End. Das ist echt so satisfying einfach. Wir machen das für Revi. Hey, wir haben Revi jahrelang gedisst. Ey, das ist wirklich. Und die machen hier weiter. Das ist kein Diss. Ja, aber im Moment-Video. Im nächsten Moment-Video wird er wieder gedisst. Das war's doch schon, Leute. Platz 2. Das ist so satisfying. Wir waren Platz 1. Wir waren Platz 1. Krass, ja. Ein Fünftel von unseren Views. Hat euch das gefallen, dass wir einfach mal über die Hintergründe des... Ey, Real Talk, ich brauche mehr davon. Macht das zu jedem eurer Videos, wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Macht es bitte zu jedem eurer, oder zumindest zu den Hauptserien, zu Songs aus der Bohne, Märchen Asozial und Ehrenmann of the Galaxy. Zu diesen drei Hauptserien würde ich mir sowas wünschen, weil es wirklich cool ist einfach. Das Drehablaufs sprechen, einfach mal euch erzählen, was einfach so nebenbei passiert ist. Märchen Asozial Teil 4, die offizielle Version, Main Video, checkt es ab in der Videobeschreibung. Leute, checkt auch nochmal bei den ganzen anderen Leuten, die wir in der Videobeschreibung verlinkt haben, ab. Und Spotify. Alles in eures Mann, wir legen echt wieder los mit den Spotify-Reactions. Es tut mir leid, ich hab's ein bisschen schleifen lassen, ja. Sorry. Playlist, reinjoppen. Und wir sagen, wir feiern jetzt unseren Urlaub, denn wir haben es geschafft. Die erste Vorproduktion unseres Lebens, krass, die funktioniert hat. Ich bin echt stolz, die haben echt durchgeballert. Ein Applaus für uns selber. Ey, wir sind so Alpha. Oh, wir sind so Alpha. Gut. Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, die Reaktion auf die Reaktion war in Ordnung. Ich fand's aber sehr interessant, das mit anzusehen. Und es ist wirklich cool, wenn die sowas öfter machen würden, weil man wirklich geheime Informationen, ja, wahrscheinlich so aus der Scheichen, so, oh, die geheimen Infos. Aber wenn man so Hintergrundinfos einfach mehr bekommt und es einfach lustig ist, wenn die ein bisschen gechillter Spaß haben in der Gruppe, ein bisschen drüber lachen können und ein bisschen was erzählen können. Und ja, ich fand's wirklich cool, Freunde. Wenn euch das ähnlich geht, dann schreibt mir das gerne rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und checkt natürlich, Freunde, das originale Video nochmal ab, ja, falls ihr wollt. Dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt fresh.
So wie immer, ja, und ciao.